Willkommen Ghosts, es geht weiter mit einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands. Die Nacht bricht herein in Bolivien und wir sind auf dem Weg, das Geständnis von Special Agent Sandoval einzusammeln. Wir steigen in unseren Helikopter. Bowman fasst nochmal zusammen, was wir tun sollen, denn hier müssen wir hin. El Sueño bietet die Aufzeichnung von Sandovals Geständnis an. Vermutlich eine Falle, aber wir müssen es trotzdem überprüfen. Ja, Bowman gehört. Okay, der Befehl ist eindeutig. Wir müssen es überprüfen, deswegen düsen wir jetzt darüber. Perfekt. In dem Gebiet waren wir noch gar nicht. Es gibt 4 Gebiete auf dieser Karte, die halt keinem Bouchon unterliegen. Und wir haben uns noch keins davon angesehen. Was ist das hier? Ist das alles verbrannt oder Teer oder was soll das sein? Tja, sieht aus, als wäre hier ein Waldbrand gewesen. Okay. Nee, ist richtig. Ist richtig. Moment. Wir fliegen mal außen rum. Ob hier alles rot ist oder ob wir von der anderen Seite da ein bisschen entspannter dran kommen. Dann fliegen wir hier nämlich mal drüber und meine Frage wird gerade beantwortet. Laut Sueño soll der Audiorekorder hier sein. Seid extrem vorsichtig, Leute. Wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das stimmt. Deswegen gehen wir von hier rein und bleiben erstmal ganz locker. Hier ist ein guter Landeplatz. Batz! Okay, beginnen wir unser Werk. 350 Meter. Das ist definitiv... Ich mach mal kurz eben hier diesen Punkt weg. Definitiv eine Falle. Kingslayer-Datei. Nee, jetzt nicht. Wir konzentrieren uns hier wirklich auf den Story-Einsatz. Yep, da gehen wir hin. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Okay. Hey, eine kleine Gruppe Kartellleute. Wo hast du sie? Setze Drohne ein. Mal hoch mit unserer Drohne. Kurz geschaut. Tja. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Wo ist denn der Drecksjammer? Ich kann keinen sehen. Wir haben hier Suchscheinwerfer. Wo zur Hölle ist der Jammer? Und 0 Sicarios. Nur hier in diesem Häuschen, hä? Gar nicht. Hier, hinten. Ach da. Ihr zwei kleinen Freaks. Ich hab hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Geh in Position. Suche eine gute Position. Ich hab das drauf. Der hat mein Roger sich blockiert. Tango getroffen. Zwei weniger. Okay, aufatmen. Okay, die sind da drin. Die werden uns sehr Tango wahrscheinlich... Markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Ach du Scheiße, wie viel sind denn hier? Da ist eine ganze Versammlung. Okay. Nutzt hier alle nix. Komm ich hier rüber? Nee.
Komm ich hier durch? Auch nicht. Hier durch? Auch nicht. Ganz nah am Zaun entlang. Ich bin gespannt, was das für ein Geständnis sein soll. Ich habe so eine Ahnung. Ich meine, jeder, der hier das Let's Play verfolgt hat, müsste eigentlich schon eine Ahnung haben. Die Gem habe ich trotzdem nicht gesehen. Dich nehmen wir mit. Auch wenn wir dich eigentlich nicht mehr brauchen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Du wirst sterben, Ricky. Auch wenn Julie und Polito aufhören. Wenn sie jetzt sofort aufhörten, dir Schmerzen zu bereiten, du würdest trotzdem sterben. Ja. Hab ich mir gedacht. Wir kennen die Wahrheit schon. Aber ich will wissen, warum. Sag's mir, Ricky. Ich verspreche, dann werde ich die Schmerzen von. Okay, Chefe. Ich kann wohl nicht mehr sagen. Ich hab's für dich getan, also nennen wir's professionelle Dienstleistung. Ich war's. Ich habe die Botschaft in La Paz hochgejagt. Du hast die US-Botschaft in La Paz gesprengt. Ja. Und es war keine DEA oder CIA-Tarnaktion. Die Rebellen haben dabei geholfen, aber ich weiß. Warum sprengst du deine Botschaft? Ich hatte keine Wahl. Ich sollte Bolivien verlassen. Es hat dir einen Scheiß interessiert, was du hier unten machst. Keiner wollte Ressourcen bereitstellen, um euch Arschlöcher zu stoppen. Ich wollte ihre Aufmerksamkeit. Dafür brauchte ich Theater. Und im Theater passen die Leute erst auf, wenn jemand stirbt. Tja, meine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Er hat die Botschaft gesprengt, was ja eigentlich der Auslöser erst war, warum wir hingekommen sind. Moralisch verwerflich, hat aber irgendwie auch funktioniert, denn durch seine Aktion sind wir hin und haben vielen, vielen anderen Menschen das Leben gerettet, obwohl welche geopfert worden sind. Da muss man sich natürlich fragen, ist es das wert, Menschenleben zu opfern, um weit mehr zu retten? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Okay, ich will zu meinem Helikopter. Der ist hier. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Scheiße, wie ist das möglich? Was willst du jetzt machen, Boss? Es Bowman schicken und dann nach der gottverdammten Wahrheit fragen. Bowman, hören Sie? Ja? Was zum Teufel ist hier los? Nomad, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit der Wahrheit? Wussten Sie, dass Ricky die Botschaft gesprengt hat? Haben Sie ihm geholfen? Natürlich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ricky hat Scheiße gebaut. Scheiße gebaut? Bowman, der Grund, warum wir hier sind, die ganze Operation, all das ist eine einzige Scheißlüge. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Er war mein Freund. Er hat mich mehr enttäuscht als alle anderen. Und was wollen Sie jetzt unternehmen? Swenio ist immer noch da. Das ändert gar nichts. Er gehört für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Was? Er verdient eine Kugel und Hunde sollen ihn durch die Straße zerren. Gefängnis. Pah. Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht. Was soll das denn heißen? Ich weiß es nicht. Ich brauche Zeit. Ich muss nachdenken. Bowman Ende. Ich möchte für dich das Denken übernehmen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, ist ja Geschichte. Ganz einfach. Leute, abrücken. So, Freunde, wir gehen's an. Die letzte, alles entscheidende Mission. Svenjo wartet. Und das ist genau hier. Pakatari hat uns mitgeteilt, dass einer seiner Männer vielleicht als Svenjos Aufenthaltsort kennt. Finden Sie heraus, was der Mann weiß. Wir fliegen jetzt einmal quer durch Bolivien.
Ja, irgendwie krass. Aber auf irgendeine kranke Art und Weise kann ich es echt nachvollziehen. Ich meine, mit seiner Aktion hat er Tausenden wahrscheinlich das Leben gerettet. Mal ganz abgesehen von den gesamten Drogenabhängigen, die dann später noch gestorben wären an den Drogen. Die Kriminalität jetzt mal ganz beiseite geschoben. Menschenhandel und so weiter und so fort. Ja, richtig krass. Wenn ich mal ein bisschen schneller fliegen. Aber so sehen wir das schöne Bolivien nochmal von oben. Ein letzter Rundflug. Ich bin echt gespannt. Also, ob wir den wirklich töten dürfen. Das ist ein harter Hund. Der lässt sich nicht gefangen nehmen. Für den zählt nur Leben oder Sterben. Ich meine, wir haben alles zerstört. Wirklich alles. Seine gesamte Produktion. Seinen ganzen Vertrieb. Sein ganzes Militär. Alles haben wir dem Erdboden gleich gemacht. Wir haben nichts übrig gelassen. Und ja, selbst wenn er jetzt davon kommen würde, alles wieder aufzubauen. Ja, keine Ahnung, wie lange sowas dauert, aber das schafft man nicht in 2 Wochen. So viel ist mal sicher. Mal ganz von seinem verlorenen Ruf abgesehen. Ich glaube, wenn man von 4 Leuten so zerlegt wird, hat man ganz schön Prestige bei seinen Freunden und Mitdealern, möchte ich es einfach mal so sagen, verloren. Ich denke, dann ist man in der Hierarchie ganz weit unten gelandet. Gleich haben wir es, Freunde. Also ich möchte es nur jetzt schon mal sagen. Egal wie das hier ausgeht, ich versuche das so sauber wie möglich über die Bühne zu bekommen. Wenn ich die Chance habe, den mit einem sauberen Schuss wegzumachen, dann ist das so. Dann werde ich das tun. Sollte das im absoluten Gefecht enden, auch das ziehen wir durch. Ich habe alle Granaten bei, die ich tragen kann. Ich bin voll aufmunitioniert. Und voll motiviert, um dem Spuk hier endgültig ein Ende zu bereiten. Na los, ein bisschen höher müssen wir. Das, was mich so ein bisschen verwundert, wir sind nicht einmal unter Raketenbeschuss geraten, obwohl wir einmal querfeld eingeflogen sind. Na, warum auch nicht? Wir müssen höher. Ich gehe erstmal von der Scheißfalle aus. Aber andererseits traue ich ihm das eigentlich auch nicht zu. Eigentlich erwarte ich, dass er da steht mit der Machete und sagt, come on, wir tragen es aus wie Männer. So wie bei dem Film Predator, wo der, also Predator 1, wo der Indianer da auf dem Baumstamm stehen geblieben ist und gesagt hat, los, geht. Ich halte euch den Rücken frei. Sich dann noch eine schöne Narbe auf der Brust geritzt hat. Naja gut, am Ende hat der Predator ihn trotzdem in Scheiben geschnitten.
Aber der Wille war da. Man kann ihm keine mangelnde Motivation vorwerfen. Er wollte sich dem Scheißer stellen. Aber ganz ehrlich, wer legt sich auch schon mit dem Predator an? Okay, hier müssen wir runter. Drohne fliegt. Wer ist das? Irgendjemand liegt hier. Und das ist nicht Svenjo. Alright. Es kann losgehen. Wir sind da. Irgendwas stimmt nicht. Bewegung. Surprise, surprise. Jetzt bitte sag nicht, ich muss mit dem Motorrad fahren. Bitte nicht. Shit, hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich versuch's bei Pak, komm aber nicht durch. Glaubst du, Pak und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich frag mal Bowman, vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pak und einem seiner Jungs treffen. Mit Pak? Wo sind sie? Hören Sie zu, Pak war nicht da, dafür Amaru. Tot. Haben Sie von Pak Katari gehört? Pak Katari ist hier bei mir in Pokhara. Bowman. Bowman. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn ihr was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Bowman sagte, Pak sei bei ihr. Dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pak falsch. Weaver, kannst du Bowmans letzten Standort ermitteln? Mach ich. Alter Schwede, okay. 1,7 Kilometer mit dem Hubi schnell zu erreichen. Ziemlich viele Blinklichter. Wenn Pak uns verraten hat, liegt der neben Svenjo. Das ist ein Versprechen. Fährst das Ding besser nicht. Nee, ich flieg es auch lieber. Alright, alright, alright. Ganz ruhig. Nur nichts überstürzen und in die Falle rennen. Nicht, dass Bowman hinter allem steckt. Also weiß ich nicht. Irgendwie beschleicht mich gerade ein ganz mieses Gefühl. Kann ich irgendwas erkennen? Da ist ein Hubschrauberlandeplatz. Soll ich so dreist sein, den benutzen? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lande direkt hier vor. Besser ist das. Ganz geschmeidig bleiben. Mann. Er hat uns verarscht. War nur eine Ablenkung. Nur Ablenkung? Für Svenjo. Die Rebellen wissen, wo er ist.
Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unsere Feinde. Kontakt! Feindliche Rebellen! Wie? Was? Wo? Ach du Scheiße, wir müssen hier ganz schnell weg. Komm, ran hier und Gas, weg. Oh Mann. Ach du Kacke. Ey, ganz ernsthaft? Wie jetzt? Das auf Zeit? Ach du Scheiße. Na prima. Die Drecksrebellen. Ich habe euch ja nicht umsonst die ganze Zeit nicht gerufen. So, den überfahren wir erstmal. Ich wusste, ihr seid hinterlistige Drecksschweine. Das hätte ich schon die ganze Zeit gewusst. Ich fahr verkehrt. Verdammt, ich muss hier runter. Ich fahr doch richtig. Aber ich nehme einfach mal die Abkürzung. Warum? Weil ich's kann. So hoffe ich. Bist du da, Cooper? Nomad hier. Ich höre. Over. Fuck, was zum Teufel hast du vor? Oh je. Gleiche wie du. Das Richtige für mein Land zu tun. El Sueño wird in Bolivien sterben. Mein Volk muss erfahren. Meine Regierung muss erfahren. Und die anderen Kartelle müssen erfahren, dass die Rebellen nicht die Sklaven der Amerikaner sind. Auch allein sind wir stark. Musste Amaru deshalb sterben, weil er nicht stark genug war? Amaru war von Idealen getrieben. Guten Idealen. Aber Ideale waren nicht satt. Stellen keine Armee auf. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Tote Rebellen tun das aber auch nicht. Mein Volk weiß, wenn es heute stirbt, kommt es morgen zu Tausenden zurück. Dadurch wird es nicht weniger schmerzhaft. Wenn ich mit etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Eine Lektion, die ich El Sueño bald erteilen werde. Wenn ihr nicht auch so enden wollt, solltet ihr Bolivien jetzt verlassen. Danke für eure Hilfe. Adios, Kamerada. Shit! Komm schon! Also, ich war... Gott schon! Alright. Alter, nein. Fuck you. Oh Mann. Yes, wir sind wieder im Spiel. Was wollte ich sagen? Wir haben Probleme. Ja, jede Menge. Wir haben doch ein und dasselbe Ziel. Warum machen wir das denn? Wieso? Wir können doch... Ja, lass mich doch hier vorbei. Oh mein Gott, das ist doch nur ein Dreckszaun. Wir können doch zusammen kämpfen. Oh, yes. Alter, wo kommen die denn alle her auf einmal? Gab's nicht zu essen? Ich muss hier hoch. In der Suppenküche oder was? Oh, hier lang? Nein. Oh, fuck you. Ich muss hier hoch. Über den Bahnübergang und hier rum. Oh, mein Auto fällt gleich auseinander. Aber ich habe auch keine Alternative. Hier ist kein Auto. Sobald ich aussteige, holt der Helikopter mich. Diese Mausoleen sehen neben den anderen geradezu niedlich aus. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tue. Oh, scheiße. Was bist du? Oh, ich kann nicht umsteigen. Halt. Nein, 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 ich muss hier rum. Der Leutnant kommt. Oh, fuck you. Oh, das ist echt anstrengend. Ich meine, das sind nur Schlagbäume. Da muss ich eigentlich so durchhämmern. Oh, nein, 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 nein. Ja, ich sag's dir. Fuck, fuck, fuck. Oh, das ist das. Oh, nee. Hier ist voll Katastrophe. Wir müssen aussteigen. Ich habe keine Wahl. Ich habe keine fucking Wahl. Nein, ich war doch fast drin.
Ich war doch fast drin. Leute, belebt mich wieder und dann ab in den Panzer. Sehr gut. Wir haben 5 Minuten, das sollten wir packen, oder? So, jetzt rein hier, in die Bude. Yes! Und Abflug. Jetzt stoppt uns nichts mehr. Wer von euch hat ein Problem? Oh Gott, außer die Kamera, die stoppt uns natürlich noch. Oh, oh yay. Ja, jetzt bleibt doch... So, jetzt bist du in der Spur. Kann ich jetzt fahren? Danke. Mein Gott. Angriff befehlen. Einfach immer feuern, Freunde. Feuern, feuern. Boah, der hat voll die Granate abgekriegt. Hier rumbaggern und dann haben wir es. 4 Minuten. Ey, wie weit ist es noch? Hätte ich vielleicht mit Hubschrauber fliegen sollen, können, mögen? Keine Ahnung. Los, Feuer! Sowas von tot. So, meine Freunde. Ich fahr mit dem Panzer da hoch. Ich sag's euch. Der Hubschrauber ist down. Ist hier hoch. Panzersperre drauf geschissen. Da rollen wir drüber. Wir werden von Katessica. Moment. Lalala. Wir haben einen Panzer. Oh oh, wir sollten uns nicht von Mörsern treffen lassen. Das wäre nicht so prall. Also Svenjo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einen Panzer, mein Freund. Du kleiner Vollspack. Da kommt Mörserfeuer. Da haben die gedacht, die sind ein bisschen schlau. Jetzt mal die alle wegholen. Mörsergranaten in Deckung. Okay. Und Abflug. Okay, 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 okay. Bleibt mal ganz ruhig. Entspannt durch die Hose atmen. 2 Minuten, das schaffen wir, Freunde. Deckung. Und vor. Vor, 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 vor. Stürmen. Svenjo, du kleiner Bastard. Jetzt hole ich dich. Nimm die Hände hoch, Arschloch. Los! Das würde ich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Reffe. Weg damit. Natürlich. Adios, Señor Katari. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman? Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir,
Ja, ich verstehe. Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Er hat Immunität! Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit wem? Mit dem Justizministerium! Moment, heißt das er etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte... Hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Signora Bowman. Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das... Ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf sie, sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet. Meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Einen Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber einen Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als 4 Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun... So klatscht Beifall. Bowman Ende. Ja, Freunde. Das nenne ich mal einen richtig geilen Abgang. Also, ich würde Beifall klatschen. Ich bin ganz ehrlich... Ich kann durchaus komplett nachvollziehen, warum sie so gehandelt hat. Ich glaube, viele da draußen hätten genauso gehandelt. Natürlich wird sie in der Situation impulsiv gehandelt haben und vielleicht auch nicht.
im völligen Besitz ihrer geistigen Kräfte, sondern eher impulsiv, aber das Ergebnis spricht für sich. Und nun sitzt sie hinter Gittern. Jetzt liegt es natürlich an jedem Einzelnen zu entscheiden, ob das gerecht ist oder nicht. Das ist nun mal Justiz. Und wenn man die Justiz dann in die eigene Hand nimmt, wird man dann auch schnell allein gelassen. Wie man dann sieht ja auch, CIA hat jegliche Zusammenarbeit niedergelegt und sofort gesagt, dass Bowman suspendiert wurde. Ist ja auch irgendwie klar. Ja, für mich geht hier ein richtig geiles Spiel zu Ende. Es hat mega Bock gemacht, also ohne Scheiß. Auch wenn zwischendurch das ein oder andere nicht so optimal lief und auch der ein oder andere Bug da drin versteckt war, hat mich das Spiel durchgängig unterhalten. Wir sind überall gewesen, fast überall. Wir haben sehr, sehr viel gesehen, jede Menge Action gehabt. Und ich kann jedem wirklich nur ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen. Selbst wenn man sagt, für mich ist sowas nichts, probiert es einfach mal aus. Der Spaß kommt meistens dabei und alleine durch diese Weiten Boliviens zu fahren und neue Gebiete und Orte zu entdecken, macht unheimlich viel Spaß. Hier möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, alles, was wir hier erlebt haben, spiegelt nicht die Realität in Bolivien wider, ja? Also, das wird auch nochmal explizit gesagt, wenn man das Spiel startet. Also, bitte, Freunde, das ist nicht die Realität in Bolivien. Obwohl der ein oder andere Drogenboss da mit Sicherheit auch rumoxidiert. Wie geht's jetzt weiter mit Wildlands, Freunde? Also, ganz ernsthaft, ich hätte Bock. Wir haben noch viele, viele Gebiete, also vier, wo wir noch gar nicht waren. Oder nur zum Teil. Wir haben noch ein paar Gebiete nicht zu 100% erkundet, sodass wir noch ein paar Waffen-Upgrades einsammeln können, ein bisschen erkunden können. Ich hätte unheimlich Bock darauf, das mit euch zu machen. Allerdings liegt es jetzt an euch, wenn die Bewertungen stimmen. Ich stelle mir vor, so 30 aufwärts, dann kommen jetzt noch ein paar Folgen Wildlands. Dann werden wir zusammen hier nochmal durch die Kante Boliviens düsen und die nicht aufgedeckten Gebiete erkunden, komplett aufräumen und natürlich alle Sachen einsammeln. Sonst denke ich, habe ich Ghost Recon Wildlands ausführlich gespielt und dann wird es auch Zeit für was Neues. Also wie gesagt, ihr entscheidet, eure Beteiligung, eure Likes entscheiden über den weiteren Verlauf dieses Let's Plays. Ansonsten sollte das Let's Play jetzt hier vorbei sein, bedanke ich mich bei allen, die hier fleißig jeden Tag am Start waren. Ich meine, das waren über 70 Folgen und immer über 100 oder weit über 100 Views. Fand ich mega stark. Allerdings fand ich die Bewertung ziemlich schwach. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von euch gewünscht, aber okay, man kann halt nicht alles haben. So ist YouTube Deutschland einfach. Dennoch bedanke ich mich, wie gesagt, bei allen Zuschauern, die hier mich unterstützt haben, die jeden Tag am Start waren. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal weiter supportet, mich eventuell weiterempfehlt und natürlich meine kommenden Projekte besucht. In diesem Sinne, Ghosts, lange Rede, kurzer Sinn, Schluss und aus, ich verflüssige mich und bin raus.